Mitgliederversammlung in der Lanxess Arena und es war wie fast immer beim FC eine emotionale Veranstaltung. Zu Beginn standen einige Ehrungen an. Die U17 des 1. FC Köln wurde für den Meistertitel gefeiert und die FC-Profis wie auch das Team der FC-Frauen durften sich den Applaus der Anwesenden für die Rückkehr in die Bundesliga abholen. Nach den Jahresberichten und Entlastungen der Gremien wurde der scheidende Vorstand um Werner Spinner, Toni Schumacher und Markus Ritterbach unter großem Applaus verabschiedet. Es war mir ein Anliegen, den alten Vorstand auch noch einmal zu würdigen und ich habe das ja heute gemacht. Sie haben in einer schwierigen Phase die Verantwortung übernommen, haben in 7 Jahren den Verein wirtschaftlich neu aufgestellt, sportlich neu aufgestellt, haben kluge Personalentscheidungen getroffen und haben den Vorstand wieder näher an die Stadtgesellschaft herangeführt. All das ist eine tolle Leistung und dafür sollten wir den Vorstand in Erinnerung behalten. Im Anschluss hatte das vom Mitgliederrat ins Rennen geschickte neue Vorstandsteam um Werner Wolf, Eckhard Sauren und Jürgen Sieger die Möglichkeit, sich nochmals der Mitgliedschaft vorzustellen. Und das Ganze mit Erfolg. Auch hier fiel das Votum klar aus. Mit 78,22% der Stimmen gewählt steht nun das Team um Dr. Werner Wolf an der Spitze des Vereins. Ich stelle hiermit fest, dass Werner Wolf als Präsident und die Herren Eckhard Sauren und Jürgen Sieger als Vizepräsidenten zum neuen Vorstand unseres Vereins gewählt wurden. Meine Herren, ich muss mal die Bilder unterbrechen kurz. Werner, nehmt ihr die Wahl an? Ich habe 3-mal Ja gehört. Dann beglückwünschen wir euch und bitten euch, auf die Bühne zu kommen. Das ist ein diskussionsfreudiger Verein. Das ist gut so, das soll auch so bleiben. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Diskussionsfreude auch in den nächsten Jahren weiterführen. Vielleicht müssen einige noch lernen, zuzuhören, bis die Redner zu Ende geredet haben. Dann wäre es noch besser. Wir haben einen neuen Vorstand jetzt beim 1. FC Köln. Was geben Sie dem Team mit auf den Weg? Ach, das Team braucht von mir nichts mitgegeben zu bekommen. Die sind gut, die sind qualifiziert, die wissen, wovon sie reden, die haben Programme. Was ich dem Team wünsche, ist Glück. Denn ich weiß aus meiner eigenen beruflichen Karriere, ohne das Stückchen Glück kann auch die beste Leistung plötzlich mal schief gehen. Also Können und Glück, dann wird das alles gut bei uns. Die Veranstaltung habe ich wie immer als hochemotional wahrgenommen. Ich hätte nichts anderes erwartet. Also es war, glaube ich, meine 16. oder 17. Mitgliederversammlung, die ich so bewusst mitbekommen habe und es war immer gleich, sehr emotional, sehr intelligent in Teilen. Also ich habe ja mehrfach gesagt, ich zähle und rechne mit der Intelligenz der FC-Mitglieder und die war heute auch wieder zu sehen. Waren Sie selbst aufgeregt vor der Veranstaltung? Ja, ich war sehr aufgeregt. Ich denke, Lampenfieber hat auch eine Funktion, also macht dich alert und dass du da bist, aber klar, also FC-Präsident zu werden, damit ist ja das ja nichts, was man sich irgendwie karrieremäßig vorstellt. Und der 10. FC-Präsident zu werden, ist eine so große Ehre, dass das mit einer Riesenaufregung verbunden ist, klar. Es war wie immer eine emotionale Veranstaltung, wie es eigentlich immer ist beim 1. FC Köln. Was nehmen Sie als Auftrag von den Mitgliedern aus dieser Veranstaltung mit? Der Auftrag ist ganz klar. Ich habe das in meiner Rede gesagt. Es war zu erwarten, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, auch was uns betrifft, dass es Menschen gibt, die an Toni und Markus sehr hängen. Das kann ich gut verstehen. Und unsere Aufgabe ist, alle wieder an den Tisch zu kriegen und diesen Dialog weiterzuführen. Es sind ja auch in der letzten Vergangenheit die eine oder andere Sprachlosigkeit war eingekehrt bei diesem Club. Und das ist unsere Aufgabe. Das muss uns gelingen, dass die Menschen das Gefühl haben, wir sind für alle da, wir vertreten alle. Und alle können mitmachen und auch mitreden. Das ist ja heute auch deutlich geworden.
Und ich glaube, wir sollten die Vorteile der neuen Technologien nutzen, um das in die Praxis umzusetzen. Was sind die ersten Dinge, die Sie jetzt tun möchten in den nächsten Tagen, Wochen? Oh, das ist, glaube ich, eine ganze Menge. Also im Wesentlichen werden wir uns zuerst mal mit der Situation bekannt machen müssen. Das heißt, wir werden sehr viel zuhören müssen, lesen müssen, damit wir ein gutes Verständnis von dem, womit sich der 1. FC Köln geschäftlich im Moment befasst, dass wir das bekommen. Das Erste und Wichtigste, was wir tun werden, und das ist auch schon festgelegt, ist, nächsten Dienstag gibt es eine Mitarbeiterversammlung und da werden wir uns vorstellen und versuchen, das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen, weil die sind wichtig.